Mit Panzern brauche ich jetzt gar nicht anfangen. Die werden einfach weggeflügt. Ich brauche da einen dicken, den dicken Panzer unbedingt. Aber dafür brauche ich erstmal 5 Punkte. Und dafür muss ich erstmal hier ordentlich Angriff machen. Leider kann man an den Vorposten nicht die dicken Einheiten kaufen. Das kann man bloß zu Hause machen. Das wäre auch unfair, wenn man die dicken Einheiten hier kaufen könnte. Dann hätte er gar keine Zeit mehr, sie zu töten. Dementsprechend wäre das natürlich kacke. So, holen wir uns den noch. So. Jetzt machen wir nochmal einen Durchlauf. Die Türme habe ich alle hier. Und das sollte ihn ordentlich stressen, dass ich hier seine Türme direkt vor seiner Basis erobert habe. Da ist er. Oh, er hat mich gleich. Oh Gott. Nee, hat er nicht. Ich habe wieder auf die falsche Energie geguckt. Das war seine und nicht meine. Ja, ich wage es. So. Jetzt ist er total broke. Ich habe ihn absolut broke gesetzt. Er hat zwar in der Mitte ein paar Türme, wie ich gerade sehe. Aber das bringt ihm gar nichts. Ich heile mich jetzt nochmal. Und dann wird dann die dicke Einheit gekauft. Und die werde ich dann eskortieren. Und dann war es das eh. Sag mal, die halten jetzt schon gut aus hier. Die Türme. Nicht so wie am Anfang. So, holen wir uns den Turm nochmal. Damit er hier auch ein bisschen was zum Fighten hat. 8 Punkte hat er. Ein Heli. Das wird ihm nicht reichen. Roter Kampfkoloss aktiviert. So. Ich muss jetzt bei ihm bleiben. Wie gesagt, ich darf keine Schockwelle benutzen. Jetzt muss ich nochmal überprüfen. Ja, okay. Nicht, dass ich die falschen Tasten drücke und dann auf einmal eben meinen eigenen Kampfkoloss hier platt mache. Das wäre nicht so toll. So. Holen wir uns nochmal den. Kann auch vorkommen, dass der Kampfkoloss dann die falsche Route nimmt und an einem Vorposten vom Gegner vorbeifährt. Da kassiert er dann natürlich gut Schaden. Aber diesmal war er so clever und fährt bei dem eigenen Vorposten vorbei. Oh, da ist er! Da wollte ich mich gerade am Auge kratzen. Komm mal zurück jetzt. Jetzt heilt er sich, oder? Ja, war klar. Das bringt ihm aber trotzdem nichts. Bitte fahr nicht durch die Mitte. Jawohl, danke schön. Hey, Kollege! Da ist er down. So, jetzt müssen wir ganz schnell Helis kaufen, damit die den Kampfkoloss unterstützen. So, das müsste passen. Der Kampfkoloss und 19 Helis direkt vor seiner Basis. Na, er hat sich auch nochmal 5 Helis geholt, aber das darf dann nicht reichen. Der kommt durch, oder? Ja. Leider keine Chance. So. Das war's. Ja, hat schon länger gedauert als vorhin. Nicht schlecht. Und er hatte sogar einen Vorposten. Level 7 ist das schon gewesen. Okay, dann kommt jetzt Level 8. Auf geht er. Komm schon. Kann dich denn nichts aufhalten? Mich kann gar nichts aufhalten, nein. So, 5 Panzer, 5 Helis. Damit er überall seinen Spaß hat. So, ich gehe jetzt nicht in die Mitte, ich lasse ihm die. Ich habe ihm die schon, ja, ich lasse die ihm eigentlich immer, weil mir das zu stressig ist in der Mitte. So. Ich gehe lieber seitlich an ihm vorbei und schleiche mich da zu seiner Basis hin quasi. Und nimm ihn die direkt auseinander. Ohne dass er irgendwas dagegen machen könnte. So. Ganzen Helis wegholen, seine ganzen Einheiten runterholen. 2 Helis hat er noch. Woher hat er denn so viele Punkte? Woher hat der Wichser so viele Punkte? Kann doch nicht sein. Ja, er greift mich an, aber er hat ja keinen Panzer. Wie soll er da irgendwas reißen? Er kann zwar meine Türme zerfetzen, aber mehr schon gleich gar nicht.
So, den hole ich noch, dann kann ich ihn... Oh, oh, ja, ich glaube, er killt mich. Jetzt muss ich schnell den Vorposten holen. Oh, oh. Zack. Jetzt kann er mich killen von mir aus. Fuck, aber er ist auch drauf gegangen. Sehr gut. Das war ein guter Change. Ja, allerdings, aber wieso hat er 20 Punkte und ich nur 2? Scheiße. Ich denke, ich muss da mal in der Mitte mal ein bisschen was von seinen Einheiten auseinandernehmen. Brauche ich Punkte. Obwohl es eigentlich cleverer wäre, ihm die Türme zu lassen, dann kann er keine Punkte machen. Denn die Türme gehören ihm ja schon. Und er würde sie ja... Fuck, er heilt sich wieder. Er kann halt überall drüber fliegen. Ja, wenn man ihm die Türme lässt, dann kann er keine neuen Punkte machen. Ist klar. Aber ich muss ja auch irgendwie zu Punkte kommen. Deswegen gehen wir jetzt hier nochmal durch. Er hat einen Vorposten. Shit. Ich will nur schauen, dass er pleite bleibt. Damit ich, damit er keine Panzer da bauen kann. Das wäre sonst richtig schlecht. Oh, fuck, da ist er schon wieder. Mann, null Aiming. Er ist aber auch gleich tot. So, soll er sich mal um die Panzer hier kümmern. Währenddessen gehe ich in die Mitte. Und heil mich mal. Er hat sich geheilt. Scheuert man ist das. Oder er ist draufgegangen, das kann auch sein. So, einen Turm nach dem anderen platt machen, weil sonst machen die mich noch kalt hier. Das wäre nicht so toll, wenn ich ihnen jetzt nochmal 10 Punkte gebe. Er ist wieder draufgegangen, sehr schön. So, jetzt muss ich hochfahren. Und zwar fix, damit er die Punkte, damit er die Heilung nicht abkassiert hier. Jawohl. So, meine Freunde der Nacht. Er baut auch wirklich nur Helis. Warum auch immer er das tut, ich weiß es nicht. Er sollte vielleicht mal auf Angriff gehen und mich mal ein bisschen unter Druck setzen. So, die ersten Türme kommen wieder, die ich hier gekillt habe. Das weiß er natürlich auch sofort und holt sich jetzt natürlich alle, die ich mühsam hier platt gemacht habe. Oder? Ah, wo ist er denn? Er lässt sich ganz schön Zeit. Ja, da ist er schon. Es ist so ein Schmarotzer. Aber das hat gar nichts gebracht. Das ist schön für dich, dass du wieder da bist. Ja, ohne dich wäre es auch ein bisschen langweilig. So. Holen wir uns den nächsten Vorposten. Das wird ihn richtig schön ärgern. Den hat er sich geholt. Er hat sich vor seiner eigenen Basis einen Vorposten geholt. Hat für einen Penner. Was soll denn das? Ja, okay. Also eigentlich kann es mir egal sein. Ist mir sogar eigentlich ein bisschen recht. Dann, ja. Kann er nicht direkt Panzer vor meiner Basis bauen. Das ist schon ziemlich gut so. Woher hat er die Punkte, dass er hier so viele Helis aufstellen kann? Ich verstehe es nicht. Das war's für ihn. So, und damit habe ich jetzt extrem viele Punkte und schicke ihm alles, was ich habe. Ich kaufe jetzt keinen zweiten Vorposten, sondern ich gebe ihm jetzt 18 Helis und 20 Panzer. Er hat keine Türme mehr, er hat nur noch sich und einen Heli und 2 Punkte. Ich bin zwar tot, aber er ist auch tot und hat dementsprechend keine Punkte. Oh, er hat 6 Helis gebaut. Oh, Kacke. So, jetzt bin ich gespannt, ob das alles reicht, was wir hier machen. Acht Helis hat er. Die Heilung brauche ich zwar nicht, aber bevor er sie sich holt... Jetzt zerlegt er alles, was ich habe. Wie kann das sein?
glaube, ich muss den mal ein bisschen unterstützen hier. Komm mal her jetzt hier, du Arsch. Mann, 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 wie er alles gefickt hat. Erst die Helis, dann die Panzer. So, jetzt aber. Er kommt halt so schnell wieder, das ist schon ziemlich nervig. Woher hat er so viel Kohle, Mann? Das kann doch nicht sein. Guck, er verreckt die ganze Zeit, aber Kohle en masse. Er fickt alles, was ich hier irgendwie ihm von Latz hau. Macht da alles kalt, das interessiert ihn gar nicht. Komm schon, geh drauf! Jawohl. Weiß an, was ich Punkte habe und es bringt nichts. Ich bin zurück. Ja, ich weiß, dass du wieder zurück bist, wie immer halt. Meine wunderbaren Geschöpfe. Kann doch nicht sein. Da ist er schon wieder. Jawohl, da ist er wieder tot. Ja, jetzt nur noch die Dinger hier, die Türme von ihm platt machen. Er ist immer so schnell zurück, das ist unfassbar. Keine Chance, da durchzukommen. Der fickt jeden Panzer. Okay, man kann ihn bloß wirklich ab jetzt auf diesen Stufen nur noch mit dicken Einheiten beikommen. Anders geht's nicht. Ich halte ihn zwar da fest vor seiner Basis, er kommt nicht weit, aber er hält's halt trotzdem noch, seine scheiß Basis. Du machst es mir zu leicht. Okay, dann wird jetzt halt gespart. Oh, ich weiß, woher er die ganzen Punkte bekommt. Ist ja logisch. Er killt ja meine ganzen Einheiten. Das ist natürlich kacke. Das ist kackendreist. Ich schmeiß ihm alles von Latz und er sahnt dann da die Punkte ab. Wie so ein Assi. So, dala. Da ist er ja wieder. Guck mal, der hat doch... Der kann sich in seiner Basis heilen. Das ist krass. Er war nämlich kurz vorm Sterben, ist zurück zu seiner Basis geflogen und hat dann da sich einfach volles Rohr geheilt. So richtig assi einfach nur. So, jetzt ist er mal unter Dauerbeschuss hier von meinen Panzern. 2012. 20 Panzer, 12 Helis. Das ist schon nicht schlecht. Oh oh, ich bin kurz vorm Abnudeln hier. Ich habe meinen eigenen Panzer gerade gekillt. Ich muss mich erstmal heilen hier. Ja, mir gehört hier alles inzwischen. Er hat keine Chance mehr, irgendwie was aufzubauen. Er killt auch alles, aber... Ja. Naja. Was soll ich sagen? Eigentlich dominiere ich hier ganz schön. Dass ich ihm Einheiten von Latz hau. Muss ich mal fast schauen, wo hier noch irgendwo gegnerische Einheiten stehen, gegnerische Türme. Ja, guck ich es an. Keine gegnerischen Türme mehr. Naja, er hängt halt nur vor seiner Basis rum, der Assi. Scheiß Camper. Oh, da muss ich fast wieder hin und muss noch ein paar Punkte absahnen, damit ich die großen bauen kann. So wie letzte Runde. Anders geht's nicht. Anders komme ich dem nicht bei. Es geht einfach nicht. Sack gesiegt. So,
So, dala, wir halten mal wieder volles Rohr rein. Bleib hier! Bleib hier! Ich brauch die Punkte, du Arsch! Jawohl! So, dala, ich bin zwar fast down, aber das macht gar nichts. Ich habe genügend Punkte jetzt, um einen Koloss zu bauen. Und vorher heile ich mich aber noch, weil sonst kann ich den nicht eskortieren. Und vorher hole ich mir den. Ah, oh, das wird echt haarscharf, den hätte ich mir nicht holen dürfen. Ne, das überlebe ich, sehr gut. Oh oh, er kommt, oh oh. Puh, na du Arsch. Habe ich dich schön verarscht. Da ist er down. Schon wieder. Ein Traum. Ein Traum. 72 Punkte. Richtig gut. Richtig gut. So. Der Kampfkoloss ist incoming. Ja, wenn ich noch 25 Punkte abwarten würde, könnte ich beide bauen. Aber nee. Roter Kampfkoloss aktiviert. Machen wir sofort. So, komm mal mit, Freund. Wo fährst du denn lang? Das ist die richtige Richtung. Wenn du auch seitlich bleibst und nicht durch die Mitte dann fährst, dann ist das einwandfrei, was du hier machst. So, die Waffen werden noch aufgepowert, bevor wir hier in die Schlacht ziehen. Schauen wir mal weiter nach vorne. Da gehört alles mir. Alles rot. Sehr schön. So mag ich das. Ups. Was hat er gemacht? Was hat er denn getan? Ups. Verpiss dich! Zack, hat sie ihn erledigt. Was dachtest du denn, was passiert? Er fährt natürlich hier den Kackweg. Er hätte seitlich bleiben sollen, aber er wollte unbedingt jetzt hier durch die Mitte. Das heißt, ich muss jetzt hier unbedingt die Türme platt machen. Das sollte es gewesen sein. Die kriegen den nicht mehr down. Nee, das war's. Zack. Hat sie ihn wieder zerlegt. Sehr schön. Ja, das war Level 8. Wird schon ganz schön schwer, muss man schon mal sagen.